Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Lucia Dreammiri. Also das Video ist jetzt eigentlich schon fast zu Ende. Also ich sag das trotzdem noch dazu, ist wurscht. Ja, ich habe jetzt heute den Teddy fertig genäht. Alles ist schön vernäht jetzt. Jetzt hat er keine Löcher mehr. Auch der Hinterkopf, vielleicht noch ein bisschen drüber bürsten. Dann schaut er wie neu aus, was er ja auch eigentlich ist. Ja. Dann habe ich ja gestern noch mit Epoxidharz gewerkelt. Das war übrigens das Ergebnis davon. Das ist zum Beispiel so ein Teelicht. Das ist zwar nicht das, was ich ursprünglich wollte. Ich wollte so, dass es aussieht wie mein erster Versuch. Den habe ich blöderweise da jetzt nicht liegen. Also so ähnlich wie mein erster Versuch. Hat aber nicht geklappt. Und von der Farbe hatte ich irgendwie zu viel angerührt. Deswegen habe ich da so Sachen ausgefüllt, wie hier für Bürste und so ein Käse und lauter Herzen und bei kitschig. Dafür habe ich das Rosa übrigens gebraucht, ich habe mich da ein bisschen versucht. Das untere gefällt mir relativ gut, das obere, das Knallrosa eher weniger. Und der Deckel passt irgendwie nicht drauf. Er verrutscht. Also diese Form ist nicht so sonderlich gut geeignet, deswegen habe ich sie auch heute nicht verwendet. Ja, das gefällt mir recht gut. So ein schönes Braun, Kupfer. Dann diese Katzen. Das habe ich das letzte Mal schon gemacht, deswegen habe ich es beiseite gelegt. Oder habe ich das dieses... Nein, das habe ich dieses... Habe ich das dieses oder letztes Mal gemacht? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich Katzen gemacht. Jedes Mal immer drei. Aber blöderweise sind nicht immer alle was geworden. Bei denen habe ich das Problem, dass sie bei den Gliedmaßen, also beim Schweif, immer so Luftbläschen sammeln. Ja, das ist sehr hübsch. Das gefällt meiner Mutter am besten. Und mir gefällt das am besten. Und die Mäuse auch ganz süß, die Mäuseformen da. Und weil ich so viel Rosa hatte, habe ich noch ein Schweinchen gemacht. Das fand ich auch sehr hübsch. Ja, das war so eigentlich meine gestrige Arbeit. Heute habe ich mehr mit Blau gemacht. Und mein Teddybär und war beim Obi. Neue Sitzstangen für meine neuen gefiederten Freunde bauen, was ich wahrscheinlich morgen nicht schaffe, weil morgen fahre ich nach Wien. Werde ich wahrscheinlich ziemlich fertig sein, wenn ich zurückkomme. Ich hasse Wien. Ja, muss ab und zu sein. Ja, habe blöderweise doch noch ein paar Sachen in Wien. Ja, dann hoffe ich mal, dass euch das Video gefallen hat. Ich bin von dieser Lampe überhaupt nicht begeistert. Also die Lampe an sich ist ja hübsch. Und es gibt sonst keine Lampen, die nicht Silber sind, weil in dieses Zimmer passt Silber überhaupt gar nicht. Aber ja, irgendwie flattert sie. Oder ist es nahe hinter mir? Ist es nicht? Da fehlt vor allen Dingen eine Glühbirne. Na gut, das ist so mein Werk. Das von heute zeige ich euch dann wahrscheinlich morgen. Und dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Video. Brumm, brumm, brumm.